während Herr Professor Blümer freundlicherweise schon mal meinen Vortrag vorzaubert, genau, da ist er schon, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für die Einladung, hier zu sprechen, dass ich als Karlsruher Neuling hier heute Abend schon mitmischen darf. Ich bin nämlich erst seit ungefähr einem halben Jahr am KIT, seit einem halben Jahr ungefähr überhaupt erst in Karlsruhe. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit dem Katrin-Experiment. Sie sehen hier oben nochmal dargestellt das Schaubild, was Herr Blümer gerade schon gezeigt hat, von den Gesamtaktivitäten, den vielfältigen Aktivitäten, die wir an Katheter betreiben. Und Katrin hat ja auch schon gezeigt, das ist hier oben diese dicke Blase. Und in meinem Vortrag heute Abend möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie man diese Neutrinos, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben, wiegen kann, wie man ihre Masse bestimmen kann. Und da werde ich zunächst versuchen, ein bisschen darauf einzugehen, warum überhaupt die Neutrinos, wie Sie hier dargestellt sehen, landläufig auch als Geisterteilchen, als Gespensterteilchen bezeichnet werden. Dann, wieso es überhaupt interessant ist, ihre Masse messen zu wollen, was das überhaupt für eine Fragestellung sein soll. Und dann schließlich, natürlich, Herr Blümer hat schon geahnt, das Foto wird heute Abend sogar noch zweimal gezeigt werden, warum man jetzt für diese kleinsten Geisterteilchen überhaupt so ein riesengroßes Experiment benötigt. Und da möchte ich jetzt, um die Neutrinos überhaupt nochmal einordnen zu können, ja zurückgreifen. Auch das hatte Herr Blümer vorhin in seiner Einführung schon kurz angesprochen. Die Struktur der Materie, das sichtbare Universum, wie wir es kennen, das, was man mit Teleskopen beobachten kann, wenn man in den Himmel schaut, die Gesamtheit des Universums. Das sichtbare Universum, kennen Sie vielleicht, besteht einmal aus den Galaxien. Hier sehen Sie den Andromeda-Nebel, die Andromeda-Galaxie dargestellt. Wenn wir genauer in die Galaxien reinschauen, sehen wir, dass die aus Sternen und manchmal auch aus Planeten bestehen. Dann gucken wir mal ganz genau in die Struktur dieser Sterne und Planeten. Da sehen wir, dass die gesamte Materie aus Atomen aufgebaut ist natürlich. Aber dieses Atom selber ist ja nicht unteilbar, wie der Name eigentlich bedeuten sollte damals, sondern man sieht, dass es da Elektronen gibt und einen Kern in dem Atom, der wiederum zusammengesetzt ist aus Nukleonen, den sogenannten Protonen und Neutronen. Und selbst das, hat jetzt die Teilchenphysik herausgefunden, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da gibt es innen drin noch die Quarks, die man dann schließlich heute als elementare Bausteine der Materie begreift. Na gut, werden Sie fragen, das ist jetzt eine längliche Einleitung zur Struktur der Materie, aber von den Neutrinos, die ja eigentlich die Hauptrolle spielen sollen in dem Vortrag, ist jetzt noch gar nicht gesprochen worden. Wo sind denn die Neutrinos? Dass Sie die hier auf diesem Schaubild nicht sehen, liegt daran, dass das Universum ein Doppelleben führt. Und zwar habe ich jetzt bewusst nur vom sichtbaren Universum gesprochen. Es gibt aber genauso auch noch das unsichtbare Universum. Und jetzt haben die Physiker, Astronomen und Kosmologen hervorgefunden, dass alles das, was ich Ihnen jetzt als sichtbare Materie gezeigt habe, insgesamt nur klägliche 5% des gesamten Universums ausmacht. Das ist jetzt ein ganz schöner Schock, aber auch eine große Chance, denn wir haben ja dann noch eine ganze Menge anderes zu erforschen, nämlich 25% sogenannte dunkle Materie und insgesamt 70%, das ist also noch gravierender, dunkle Energie. Und diese vielen Fragezeichen hier in dem Bild sollen bedeuten, dass wir darüber noch sehr wenig wissen. Aber gleichzeitig ist das, wie Sie sich denken können, natürlich heute ein sehr aktuelles Forschungsgebiet. Jetzt sind die ganze sichtbare Materie ist hier oben konzentriert, in dieser Spitze des Eisbergs, und der ganze Rest ist das unsichtbare Universum. Ein kleines bisschen können wir uns daran festhalten, dass die Neutrinos, das sind Teilchen, die wir schon kennen, darauf komme ich gleich noch, ein Teil des unsichtbaren Universums sind, und zwar zählt man sie als Teil zu der dunklen Materie dazu. Warum spielen die Neutrinos im Universum überhaupt eine Rolle? Und das kommt jetzt daher, Herr Blümer hatte gerade schon davon gesprochen, dass es die kosmische Hintergrundstrahlung gibt, also ein Echo des Urknalls, Licht, was wir heute noch aus dem Urknall messen können. Und genauso gibt es aus dem Urknall auch noch eine Neutrino-Hintergrundstrahlung. Das sind also ungefähr 330 Neutrinos pro Kubikzentimeter des Universums, die heute noch das Universum anfüllen. Und dass man davon so als normaler Mensch auf der Erde überhaupt nichts mitbekommt, obwohl doch die Neutrinos ja uns dann auch durchqueren müssten, durch uns durchgehen müssen, liegt daran, dass die Neutrinos eben diese Natur der Geisterteilchen haben. Dass sie die besondere, hervorstechende Eigenschaft haben, überhaupt gar nicht mit der Materie, aus der wir jetzt zum Beispiel bestehen, in Wechselwirkung zu treten. Die können also einfach durch uns durchfliegen. Die kommen aber auch durch Materie im größeren Stil durchfliegen, zum Beispiel durch ganze Sterne, durch Planeten
und dummerweise aber auch durch die Teilchendetektoren, mit denen wir versuchen würden, die Neutrinos zu messen. Und hier sehen Sie nochmal dargestellt, dass wir jetzt zufällig in der Nachbarschaft leben, einer sehr starken Quelle von Neutrinos. Das ist nämlich gerade unsere Sonne, die uns nicht nur mit Licht und mit Wärme versorgt, wofür wir ja auch alle sehr dankbar sind, aber sie versorgt uns ungefragterweise auch ständig mit einem Strom aus Neutrinos. Schickt uns nämlich pro Sekunde auf die Erdoberfläche ungefähr 65 Milliarden solcher Geisterteilchen auf jede Größe eines Daumennagels pro Quadratzentimeter. Also eine wahnsinnig große Zahl. Und auch daran sehen Sie, das können Sie mir jetzt glauben oder nicht, dass wir diese 65 Milliarden Neutrinos pro Sekunde und Quadratzentimeter bekommen, aber Sie merken nichts davon. Und das bedeutet, die Neutrinos gehen einfach durch uns durch und treten gar nicht mit uns in Wechselwirkung. Also das ist die Ursache dieser Bezeichnung Geisterteilchen, weil sie halt eben gar nicht mit uns wechselwirken. Es ist ganz schwierig zu sagen, was jetzt in der Welt der kleinsten Teilchen die allerkleinsten Teilchen sind. Aber was ich Ihnen mit Sicherheit sagen kann, ist, dass unsere Neutrinos, die liegen mir ja natürlich besonders am Herzen, dass die mindestens 250.000 Mal leichter sind als die sonst als am leichtesten betrachteten Teilchen, die Elektronen. Und somit können Sie sich zumindest auf die Fahne schreiben, dass sie die leichtesten Teilchen im Universum sind, wenn man vielleicht auch nicht behaupten kann, dass sie sprichwörtlich die kleinsten Teilchen sind. Und jetzt sehen Sie hier schon dargestellt, das Neutrino, das Geisterteilchen auf der Wippe, verliert immer gegen das Elektron. Aber die Frage ist, können wir denn überhaupt sagen, wie groß die Masse dieser Neutrinos jetzt ist? Wir wissen, sie ist gigantisch klein gegenüber allen Massen, die wir sonst kennen. Eine nächste Frage wäre auch, hat es einen Grund, dass die Neutrinos so viel mal leichter sind als alle anderen Teilchen, die wir kennen? Gibt es da eine fundamentale Beziehung dahinter, die das erzwingt? Und alles das sind Fragen, die wir mit den Neutrinos und an den Neutrinos erforschen wollen. Aber eine wichtige Frage, die sich dann ganz praktisch stellt, wenn wir fragen, wie groß ist denn die Masse des Neutrinos, ist, wie kann man etwas wiegen, das man gar nicht so einfach wie hier jetzt schematisch dargestellt auf eine Waage stellen kann. Und da hilft uns der gute alte Albert Einstein mit seiner heute schon sehr wohlbekannten Beziehung, die er aufgestellt hat, E gleich mc Quadrat, dass Masse eben als eine Form von Energie interpretiert werden kann. Jetzt ist ohne weiteres, gebe ich zu, gar nicht einzusehen, wie jetzt diese Formel von Einstein direkt mit der Messung der Neutrino-Masse zusammenhängen soll. Geben Sie mir noch ein paar Minuten Zeit. Ich muss jetzt leider ein bisschen zurückgreifen in die Geschichte der Neutrinos, genau zu dem Zeitpunkt, als sie nämlich in die Physik überhaupt eingeführt worden, als sie erfunden worden sind, könnte man vielleicht sagen. Und zwar geht das um den Anfang des 20. Jahrhunderts. Da haben sich viele namhafte Forscher mit der sogenannten Beta-Strahlung, mit dem Beta-Zerfall beschäftigt. Sie sehen hier Bilder von Marie Curie, Lise Meitner und Otto Hahn im Labor, Ernest Rutherford, James Chadwick, alles sehr namhafte Physiker. Und die haben bei der Untersuchung des Beta-Zerfalls ein großes Rätsel gefunden. Die dachten eigentlich, man kann die Beta-Strahlung genauso interpretieren wie die vorher schon gefundene Alpha-Strahlung. Alpha, Beta, alles dasselbe, bisschen unterschiedliche Teilchen. Und dann aber festgestellt, dass bei der Umwandlung eines Atomkerns, eines radioaktiven Atomkerns, in einen anderen Kern, hier beispielsweise die Umwandlung von einem Tritiumkern in einen Heliumkern gezeigt, dass da zwar jedes Mal dieselbe Energiemenge frei wird, egal ob ich jetzt 10 Kerne betrachte oder 100.000 Kerne, die ich betrachte, es wird immer dieselbe Energiemenge bei dieser Umwandlung freigesetzt, aber das Elektron, was dabei ausgesandt wird, das Beta-Teilchen, hat willkürlich unterschiedliche Energien. Und das kann man nicht verstehen, weil wo ist denn dann die ganze restliche Energie hin, wenn jetzt das Beta-Elektron wenig Energie bekommen hat? Was passiert denn dann mit der restlichen Energie, die bei der Umwandlung des Kerns frei geworden ist? Und das war insofern ein großes Problem, weil man nämlich dann vor der Frage stand, ist denn der Energieerhaltungssatz eines der fundamentalsten Prinzipien in der Physik überhaupt, ist der noch haltbar oder wird der vielleicht sogar verletzt oder gebrochen? Und selbst so namhafte Wissenschaftler wie der Nobelpreisträger Niels Bohr waren schon kurz davor, den Energiesatz aufzugeben. Haben gesagt, okay, vielleicht ist es doch kein so fundamentales Prinzip der Physik. Aber dann, noch im Jahr 1930, kam Wolfgang Pauli und hat in einem Brief an seine Kollegen, die er hier mit liebe radioaktive Damen und Herren anspricht, einen, wie er selber schreibt, verzweifelten Ausweg präsentiert. Also es war wirklich schon eine sehr heiße Debatte um diesen scheinbar verletzten Energieerhaltungssatz.
Und er hat gesagt, okay, wir können den Energieerhaltungssatz retten, wenn wir nur akzeptieren, dass zusammen mit dem Elektron beim radioaktiven Beta-Zerfall noch ein weiteres Teilchen emittiert wird. Das wäre halt sehr günstig, weil dann könnte man die gesamte Zerfallsenergie, die hier frei wird, auf das Elektron und das Neutrino aufteilen. Und man hat nicht mehr das Problem, dass das Elektron immer dieselbe Energiemenge erhalten müsste, was es offensichtlich nicht hatte, laut der Messung. Und dann ist man nämlich in der Lage, sich der Neutrinomasse zu nähern, weil nämlich laut Einstein E gleich mc², die Energie und die Masse dasselbe sind. Dann würde das bedeuten, dass die gesamte Zerfallsenergie des Kerns aufgeteilt wird, zunächst in die Masse des Neutrinos, die muss man erzeugen, ist hier symbolisiert durch ein kleines Gewicht. Dann muss man bei dem Beta-Zerfall erstmal das Elektron erzeugen, also man muss die Masse, die das Elektron hat, aufbringen. Die ist hier gezeigt als ein etwas größeres Gewicht. Und schlussendlich bekommen die Teilchen natürlich auch noch Bewegungsenergie. Die habe ich hier mal mit der Tachonalgeschwindigkeit symbolisiert. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn wir die Elektronenmasse relativ genau kennen, die Zerfallsenergie ebenfalls relativ genau kennen und die Bewegungsenergie messen, dann können wir auf dieses unbekannte Stück, nämlich die Neutrinomasse, zurückschließen. Und auf diesem fundamentalen Prinzip beruht das Katrin-Experiment auch. Das heißt, wir haben dieses Prinzip, das Problem, die Neutrinomasse messen zu wollen, umgestellt auf ein anderes Problem, nämlich wir müssen jetzt die Energie dieses Elektrons hier sehr genau vermessen. Und genau dazu dient das Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment. Also wir benutzen die fehlende Energie des Elektrons, um daraus die Neutrinomasse zu ermitteln. Dafür braucht man die genaueste Waage der Welt oder anders gesagt die genaueste Beta-Zerfalls-Energiemessung der Welt. Und genau das machen wir bei Katrin. Jetzt können Sie sich vielleicht die Frage stellen, also da ist jetzt ein länglicher Apparat gezeigt, wie genau muss diese Waage überhaupt sein? Wie genau muss unsere Messung sein? Und um Ihnen das zu präsentieren, habe ich hier eine Zahl mit sehr vielen Nullen hingezeigt. Also wenn man die Neutrinomasse, die Empfindlichkeit unserer Neutrino-Waage in Kilogramm messen wollte, das ist offensichtlich eine sehr ungünstige Einheit dafür, aber sie ist eben vorstellbar, dann müsste man da eine 1 mit 36 Nullen hinter dem Komma hinschreiben. Das ist schon eine verdammt kleine Zahl und das soll Ihnen nur zeigen, wie genau unser Experiment sein muss. Um das zu erreichen, muss man einen sehr hohen experimentellen Aufwand betreiben. Man muss also dieses Experiment sehr groß und sehr genau bauen. Und wie groß genau? Also dieses Katrin-Experiment wird insgesamt eine Länge von 70 Metern haben. Das passt also schon nicht mehr in ein Gebäude, da muss man mehrere Gebäude für haben. Was wir dabei machen, was wir bei diesem Experiment brauchen, ist zum einen eine sehr starke Quelle von Beta-Strahlern, von Beta-Zerfällen, damit wir eben diese Energiemessung der Beta-Elektronen sehr präzise ausführen können. Und wenn wir diese Beta-Quelle haben, brauchen wir natürlich noch ein Instrument, was die Energie misst mit sehr hoher Auflösung. Und dafür braucht man ein sogenanntes Spektrometer. Das ist hier gezeigt. Und auch das ist eben ein Extrem in der Technologie. Das muss 23 Meter Länge haben und diese 10 Meter Durchmesser, die Sie gerade eben auch schon auf dem berühmten Foto von Herrn Blümer aus der Passage durch Eggenstein-Leopoldshafen gesehen haben. Das Prinzip, wie man die Energie der Elektronen misst, habe ich hier versucht bildlich darzustellen mit Hilfe eines Minigolf-Hindernisses. Und zwar kann man Elektronen abbremsen, dadurch, dass man ihnen ein elektrisches Potenzial entgegenstellt. Das heißt, wir lassen unsere Elektronen hier aus dem Beta-Zerfall anlaufen gegen ein Hochspannungshindernis, was hier in der Mitte unseres Spektrometers existiert. Wir legen Spannung an dieses Spektrometer, dann kommt das Elektron, sieht diesen Berg, läuft den Berg hinan und muss dann entscheiden, habe ich genügend Energie, um über diesen Berg drüber zu kommen oder nicht. Also entweder es rollt den Berg wieder zurück, dann wird es nicht gemessen, oder es kommt über den Berg drüber und dann zählen wir es an dem Detektor, der hier hinten steht. Und damit können wir also sagen, wenn wir wissen, wie viel Energie unser Spektrometer filtert, dann wissen wir, wie viel Energie das Elektron hatte, wenn es hier hinten ankommt. Da jetzt aber die Elektronen aus dem Beta-Zerfall ziemlich energiereich sind, müssen wir eine sehr große Spannung anlegen an unser Experiment, um diese Elektronen überhaupt abbremsen zu können. Damit der Potentialberg, dieser elektrische Hindernisberg, hoch genug ist. Und in unserem Fall sind das fast 20.000 Volt. Also daher brauchen wir bei unserem Experiment auch Hochspannung. Das ist aber noch nicht alles.
Weil ja unser Experimentaufbau so furchtbar lang ist, müssen wir sicherstellen, dass die ganzen Elektronen, die in der Beta-Quelle hier vorne entstehen, auch überhaupt bis zur Energiemessung in unserem Spektrometer gelangen können. Und das machen wir, indem wir diese ganze 70 Meter lange Strecke mit supraleitenden Magneten auskleiden. Wir bieten also den Elektronen sehr starke Magnetfelder an, damit sie sich wie auf Schienen durch das Experiment durch bis zum Spektrometer, bis zum Detektor bewegen können. Das sehen Sie hier dargestellt. Ein Problem ist allerdings, dass wir hier natürlich sehr starke Magnetfelder brauchen und am anderen Ende des Experiments, da wo unsere Energiemessung stattfindet, brauchen wir aber ein ganz, ganz, ganz schwaches Magnetfeld. Das ist insofern schwierig, als dass es schon so schwach ist, dass man das Erdmagnetfeld, was auch natürlich in Karlsruhe und am Ort unseres Experiments existiert, kompensieren muss. Und um das zu erreichen, haben wir unsere Spektrometer eingesperrt in einen Käfig aus ungefähr 13 Meter großen Magnetspulen, die dann dazu da sind, um das Erdmagnetfeld zu kompensieren, damit wir am Ort unseres Spektrometers ein schönes, niedriges Magnetfeld haben können. Das ist aber immer noch nicht alles an Anforderungen, die wir haben bei unserem Experiment. Damit wir die Messung hier ungestört durchführen können, müssen wir das Spektrometer auch noch in einem Ultrahochvakuum betreiben. Das heißt, dieses Ding hier, 23 Meter lang, 10 Meter Durchmesser, wird nachher die weltgrößte Ultrahochvakuumkammer sein. Beziehungsweise ist es auch heute schon. Und das erreichen wir, indem wir hier das ganze Tritium, was in der Quelle existiert, mit sehr starken Pumpen wegpumpen und dann recyceln. Das kommt hier hinten in die Quelle wieder rein. Aber wir müssen erreichen, dass in unserem Spektrometer drin ein Restgasdruck herrscht, ungefähr vergleichbar mit dem auf der Oberfläche des Mondes. Und das in einem Volumen von 1250 Kubikmeter. Also das ist schon eine große technische Herausforderung. So, jetzt habe ich Ihnen beschrieben, wie das Experiment prinzipiell funktioniert. Vielleicht fragen Sie sich, weshalb gehen denn die Neutrino-Forscher überhaupt nach Karlsruhe mit diesem Experiment? Wie kam Katrin nach Karlsruhe? Die ersten zwei Buchstaben im Experiment, wissen Sie ja, stehen eben für Karlsruhe, für den Ort. Wir sind jetzt ungefähr hier im Rathaus von Karlsruhe. Katrin entsteht hier oben am KIT Campus Nord, ungefähr 10 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Und wir haben diesen Ort ausgewählt, weil offensichtlich da die Neutrinos schon sind, die wir messen wollen. Und das kommt daher, dass es am Campus Nord des KIT das Tritiumlabor Karlsruhe gibt. Das ist eine europaweit einzigartige Einrichtung, die in der Lage ist, große Mengen von Tritium zu handhaben und hat auch die Infrastruktur und das Know-how, um dort Experimente mit dem Tritium machen zu können. Das wurde ursprünglich entwickelt und es wurde vor ungefähr 20 Jahren eingeweiht, um den Brennstoffkreislauf des ITER-Fusionsreaktors zu erforschen und zu betreiben. Und heute können wir es halt benutzen, um damit Neutrinomassen zu erforschen. Die Frage, wie kam Katrin nach Karlsruhe, ist allerdings in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Nicht nur zum einen, wie kam es, dass Katrin in Karlsruhe entsteht, sondern auch, wie ist es denn auf welchem Weg nach Karlsruhe gekommen? Und Sie wissen natürlich jetzt schon, ja, Herr Blümer hat es Ihnen auch schon verraten, das war eigentlich ein riesengroßer, gigantischer Umweg. Und Sie sehen, das Spektrometer wurde hier in Deggendorf in der Nähe von Regensburg gebaut, war aber zu groß, um es diese 340 Kilometer auf dem Landweg nach Karlsruhe zu bringen. Deswegen mussten wir es auf ein Donauschiff verladen, dann musste es hier als ein großes Hindernis die Grenze nach Österreich überwinden, das war die Jochensteinschleuse, Sie sehen Zentimeterarbeit, dass es da unten drunter durchgepasst hat. Dann wurde es natürlich quer durch Europa gefahren, bis zum Schwarzen Meer, wurde dort auf ein Hochseeschiff umgeladen, ist dann durch den Bosporus gekommen, über die Meerenge von Gibraltar gefahren, den Atlantik hinauf bis nach Rotterdam und dort dann wieder auf ein Rheinschiff verladen worden, hat dann fröhlich nach einer mehrwöchigen Reise Karlsruhe tatsächlich erreicht. Und hier sehen Sie ein Bild vom 25. November 2006, als das Hauptspektrometer endlich am Haken hing und auf einen Schwerlasttransporter verladen wurde. Die letzten 7 Kilometer dieser Reise hat es dann an Land gemacht. Und auch hier möchte ich Ihnen das Bild nicht vorenthalten. Ich glaube, ja, Herr Blümer ist irgendwo da am rechten Bildausschnitt zu sehen. Ich bin nicht zu sehen, aber ich stand genau hier irgendwo an der Ecke. Es war auch für mich ein ganz großer Tag. Ich habe auch schon gehört, eine unserer beiden Dolmetscherinnen war ebenfalls bei dem Transport anwesend und ich denke, vielleicht einige aus dem Publikum werden sich ebenfalls noch daran erinnern, dass da 30.000 Zuschauer tatsächlich diese Reise des Spektrometers begleitet haben. Also das war schon
wirklich ein tolles Erlebnis. Und man sieht, es wurde auch in den Medien aufgegriffen und dort haben sich die Leute gewundert, warum wir Teilchenphysiker unser Spektrometer zu den Teilchen bringen und nicht die Teilchen zum Spektrometer. Das war eine ganz kluge Frage, die da gestellt worden ist. Jetzt bin ich auch schon fast am Ende angekommen. Ich möchte aber noch kurz darauf hinweisen, dieses Bild war von 2006, also schon durchaus ein paar Jahre her. Was haben wir denn in der Zwischenzeit eigentlich beim Katrin-Experiment gemacht? Was haben wir denn getrieben? Und da möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir das Experiment eigentlich in zwei große Sektionen unterteilen können, in zwei technische Bereiche. Das eine ist eben der Teil, wo die Energiemessung stattfindet, der Spektrometerbereich und der Detektorbereich. Der ist schon heute am KIT vorhanden, ist schon installiert und wird gerade in Betrieb genommen. Der andere Teil, der hier links von der Trennlinie gezeigt ist, ist bisher mehr oder weniger als technische Zeichnung hier vorhanden. Das liegt aber daran, dass die Einzelkomponenten, wie zum Beispiel diese Tritiumquelle, die Magnetstrecke, die Pumpstrecke, gerade bei Firmen in der Herstellung sind. Und 2015 wird für uns ein sehr spannendes Jahr werden. Zum einen werden wir nämlich hier mit dem Teil des Experiments, der schon existiert, Messungen zur Inbetriebnahme machen. Und Sie sehen hier Physiker, Studenten, Techniker, wie sie im Katrin-Kontrollraum sitzen und eifrig am Messen sind. Da hinten sehen Sie eine Wand von vielen Monitoren, wo die Kontrollparameter des Experiments angezeigt werden. Zum anderen wird 2015 auch deswegen sehr spannend, weil unser Experiment wachsen wird. Sie sehen hier schon, dass jetzt letztes Jahr begonnen wurde, die Magnetstrecke aufzubauen, die die Tritiumquelle mit dem Hauptspektrometer hier verbindet. Und zum anderen wird auch die Tritiumquelle selber, die jetzt schon fast fertig hergestellt ist, im Sommer diesen Jahres nach Karlsruhe geliefert werden. Und da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Das wird wieder ein kleiner Schwertransport werden, also nicht ganz so groß wie der des Spektrometers. Da habe ich Ihnen jetzt auf meinen letzten zwei Folien noch ein paar Neutrinos zum Mitnehmen eingepackt. Was erwarte ich oder was könnte ich mir vorstellen, dass Sie aus meiner Präsentation heute mitnehmen? Also Neutrinos wurden ungefähr vor 85 Jahren in die Physik überhaupt eingeführt. Und immer noch geben sie uns zahlreiche Rätsel auf. Ich habe jetzt gar nicht darüber sprechen können, was Neutrinos so besonders macht. Ich habe nur erwähnt, dass sie die Geisterteilchen unter den Elementarteilchen sind und eine besondere Rolle spielen, sowohl in der Astrophysik als auch in der Teilchenphysik. Also sind eigentlich die optimalen Teilchen, um sie bei Katheter zu erforschen. Neutrinos sind außerdem überall im Universum, auch überall hier in diesem Raum. Und sie strömen ständig durch uns durch, ohne dass uns was passiert. Und sie sind erstaunlicherweise absoluten Leichtgewichte im Teilchenzoo. Und um diese Leichtgewichte zu wiegen, entsteht in Karlsruhe gerade die genaueste, die größte und unter Umständen auch die komplexeste Waage der Welt. Ich habe gar nicht so sehr sprechen können über die vielen technologischen Herausforderungen, die dieses Großexperiment an uns stellt und die wir bewältigen müssen. Da habe ich ein bisschen was gesagt zum Ultrahochvakuum. Ich habe gar nicht erwähnt, dass wir Kryotechnik im großen Stil brauchen. Wir benötigen Präzisionshochspannung, großgallige Tritiumtechnologie, supraleitende Magnete und sehr viel detailgenaue Computersimulationen, um unser Experiment genau zu verstehen. Und alles das müssen wir im Team bewerkstelligen. Deswegen ist die Katrin-Kollaboration, die Sie hier sehen, vor dem fertig installierten Hauptspektrometer, ist eine große internationale Forschergruppe. Ungefähr 140 Leute arbeiten inzwischen daran, aus, ich glaube, mindestens 5 Nationen. Und wir arbeiten alle daran, dass wir jetzt das Experiment schrittweise in Betrieb nehmen und dann ab nächstem Jahr auf die Suche nach der Neutrinomasse gehen können. Vielen herzlichen Dank.